Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute einen begnadeten Arzt da. Ich bin ganz stolz darüber. Er kommt aus der Elektronikbranche heraus, hat sich dann studiert zum Arzt. Er kennt sich mit Physik aus und ich möchte mit ihm über Strom reden. Strom im Zusammenhang mit unserem Körper. Da Otto Warburg, ja der Nobelpreisträger, schon gesagt hat, jede Krankheit kommt aus der Säure, sprich Elektronenmangel. Scheint mir dieses Thema extrem wichtig zu sein, nochmals richtig zu durchleuchten. Also bleiben Sie bitte dran. Und da sind wir wieder zurück. Mein Gast ist der Dr. Henning Sartor. Ganz herzlich willkommen. Vielen Dank. Du hast deine Praxis in Konstanz und ein guter Kollege von dir ist der Kurt Mosetter, war auch schon dir. Danke ganz herzlich, dass du da bist. Danke. Wir sehen auch schon aus deinem Werdegang, eben, du hast Energieanlage, Elektroniker studiert, gemacht und dann Facharzt für Anästhesie. Und ich habe ganz viele Fragen natürlich an dich. Was ich gesagt habe mit Otto Warburg ist ja richtig. Jede Krankheit kommt aus einer Übersäuerung, sprich aus einem Elektronenmangel. Ja. Also, warum geben wir dem Patienten nicht einfach Elektronen? Eine Elektronenzufuhr ist zunächst mal eine ganz, ganz wichtige Sache, weil jeder Mensch hat ein sogenanntes Reduktionsbedürfnis, nämlich um diesen Elektronenmangel auszugleichen. Man hat also eine Reduktion und eine Oxidation zu unterscheiden. Das heißt, ein Sauerstoff zum Beispiel hat dann einen Elektronenmangel, wenn diesem Sauerstoffmolekül ein Elektron fehlt. Und dieses Elektron soll von außen oder muss von außen auch in den Körper zugeführt werden. Ja. Jetzt hast du gerade das Wort Sauerstoff genannt. Da steigen wir vielleicht dort rein. Erst in Geschichtsbüchern habe ich gelesen, Sauerstoff wurde im 18. Jahrhundert entdeckt und man hat gesehen, das ist ein saurer Stoff. Deshalb heißt er Sauerstoff. Und 100 Jahre später haben wir das eigentlich widerrufen, aber den Namen nicht geändert. Man hat gesehen, oh, wir haben ja gar nicht den Sauerstoff entdeckt im 18. Jahrhundert, sondern den Wasserstoff. Aber den Sauerstoff hat man den Namen nicht mehr geändert. Man hätte eigentlich basischer Stoff sagen müssen. Im Vorgespräch hast du gesagt, nein, heute müssen wir es wieder anders nennen. Es ist auch nicht der Basenstoff und nicht der Sauerstoff, sondern es ist eigentlich ein neutraler Stoff. Es kommt darauf an, wie die Elektronenladung auf dem Sauerstoff ist. Also es kann beides sein. Genau. Sauerstoff per se kann eben zwei Zustände oder sogar genauer gesagt noch mehrere Ladungszustände annehmen. Und man unterscheidet zwei wesentliche Stoffladungszustände, nämlich der normale Sauerstoff, den wir atmen, der wäre durchaus als basisch zu bezeichnen, weil er, dieser Sauerstoff, genug Elektronen enthält und damit eigentlich dafür sorgt, dass es einen aeroben Stoffwechsel in der Zelle geben kann, nämlich weniger Milchsäure. Also der Sauerstoff, den wir in der Luft haben, ist mit Elektronen so geladen, dass man auch als basisch bezeichnen kann. Ja, im Stoffwechsel am Ende ist ein aerober Stoffwechsel basisch. Der hat also der Sauerstoff zunächst mal genug Elektronen mitgebracht. Ja. Jetzt gibt es aber 5% etwa, je nach Luftzustand, 5% etwa des Sauerstoffs hat eben nicht genug Elektronen und diesen Sauerstoff, den nennt man freies Sauerstoffradikal. Und dieses Radikal ist eben hat einen Elektronenmangel und ist also eben radikal und saugt aus der Umgebung ein Elektron an. Klar. Und deshalb ist es eigentlich sauer. Aber es überwiegend ist ja das Positive gegenüber dem Negativen, oder? Genau. 95 zu 5% sagt man. Ist ja gut. Ja, wobei dieses reine Sauerstoff als Elektronengeber nicht ausreicht. Also der eigentliche basische Effekt kommt dadurch zustande, dass eben in den Mitochondrien ein ganz normaler aerober Stoffwechsel stattfinden kann, also Kohlenhydrate und Fette eben abgebaut werden, oxidativ phosphorylisiert, sagt man. Und diese oxidative Phosphorylierung
ist das Ende dieses Vorgangs, wo dann eben ein CO2 und ein Laktat entsteht. Laktat entsteht dann, wenn Sauerstoff zu wenig vorhanden ist. Und deshalb ist Sauerstoff reich gleich basisch. Also ich habe mich auch schon viel mit Ärzten unterhalten und manche Ärzte warnen dringendst vor Sauerstoff, weil Sauerstoff ist gefährlich. Wie kommt das, diese These? Ja, Sauerstoff ist eben tatsächlich in 5% etwa radikal. Und wenn man jetzt eine Sauerstoffluft atmen würde, die deutlich über 21% Sauerstoffgehalt hätte, ja, dann wäre der Anteil der Sauerstoffradikale so hoch, dass die Atmungswege, die Bronchien und die Alveolen in der Lunge massive Schäden erleiden würden. Und das sehen wir tatsächlich vor allem bei Neugeborenen, die am Anfang des Lebens möglicherweise mit 100% Sauerstoff beatmet werden müssen. Die bekommen dann, man sagt, die Beatmungslunge. Und das heißt, da werden oxidative Prozesse angeregt und dieser übermäßige Sauerstoff ist tatsächlich schädlich. Jetzt habe ich aber auch schon gesehen, Menschen, die so total im Energiemangel drin waren, vielleicht sogar leicht in der Depressivität. Und wir hatten hier im Haus mal ein IHHT-Gerät, Intervall-Hyper-Hypoxie, aber wir haben dann nur 80% Sauerstoff gegeben. Dann nach einer halben Stunde waren diese Leute wirklich, man hat das Leuchten in den Augen wieder gesehen. Da war die Lebensenergie wieder da. Aber aus deinen Erklärungen vorher, wenn ich die nicht falsch verstanden habe, müsste ja eigentlich genau das Gegenteil passiert sein. Genau da muss man ein bisschen nochmal in die Zelle hineindenken. Was ist eigentlich der Zustand solcher Menschen? Der Zustand solcher Menschen ist der normale Zustand, den wir beide jetzt zum Beispiel auch haben. Wir sitzen hier. Ja, wir bewegen uns zu wenig. Mhm. Und das bedeutet, der Sauerstoff kommt zwar über die Lunge ins Blut, aber wir arbeiten mit der Muskulatur und dem Kreislauf so wenig, dass es nicht genug Sauerstoff in die Zellen kommt und vor allem in die Neuronen. Mhm. Deshalb ist man als allererstes, wenn man sich lange nicht bewegt hat, wird man immer müder. Das heißt, die Energie in den Neuronen fehlt. Und wenn man also diesen sogenannten Sauerstoffmangel in der Zelle hat, dann gibt es eben sehr viel Laktat in der Zelle, also Milchsäureansammlung. Und diese Säure, die macht die Zelle dann immer müder. Mhm. Und wenn man jetzt Sauerstoff gibt mit IHHT oder sowas, dann oder mit einer Atemtechnik, das geht auch so ähnlich, mit Perlentauchertraining zum Beispiel, dann bekommt man tatsächlich, wenn man dann auch noch sich am besten aerob bewegt, auf dem Ergometer-Velo zum Beispiel, und dann hätte man eben den Sauerstoff nicht nur in der Atmungsluft, auch nicht nur im Blut, sondern auch in der Zelle. Ach, ich presse es rein. Man presst es mit dem Kreislauf, mit der Bewegung dort hinein und dann hat die Zelle einen aeroben Stoffwechsel und das bewirkt dann, dass die Mitochondrien in den Zellen viel mehr Energie bilden können und die Zelle auflebt. Also Sauerstoff im Zusammenhang mit Bewegung führt dazu, dass der Sauerstoff richtig in die Zelle reinkommt. Das ist wie ein Blasbalg vom Kamin. Wenn ich ein bisschen Sauerstoff reinblase ins Kamin, habe ich ein großes, warmes, heißes Feuer gegenüber dem kleinen vom vorher. Das heißt, die Selbstheilungskräfte, die Energie ist wieder da. Der Motor brummt. Genau dieses Bild verwende ich auch sehr oft und sehr gerne, weil jeder Mensch weiß, dass eben der Ofen, wenn man im Kamin richtig viel Luft reinziehen lässt, dann ist das Feuer heißer und besser unterwegs. Mhm. Und dann ist die Selbstheilung wieder da. Das heißt, der Körper kann mit mehr Energie seine Reparaturprozesse vollziehen, beziehungsweise mit mehr Energie auch seine Defizite, das heißt, Krankheit ist ja Defizit, wieder schneller in den Griff kriegen. Genau. Ein ganz wesentlicher Punkt bei allen chronischen Erkrankungen ist ein Zellmembranspannungsdefizit. Mhm. Und die hängt an diesem sogenannten ATP und an dem entsprechenden energiegeladenen Wasser.
Und wenn also jetzt man sehr wenig Sauerstoff hat und sich eben nicht richtig bewegt, eben nicht mit dem Blasebalg vor dem Ofen steht, dann wird irgendwann die Flamme immer kleiner in der Zelle. Und zwar dieser Ofen heißt eigentlich in der Zelle Mitochondrium. Mhm. Und nur die Mitochondrien können diesen Sauerstoff verwerten. Wenn also jetzt ein Zuckermolekül kommt und kein Sauerstoff, dann wird das nicht in den Mitochondrien verbrannt wie im heißen Ofen, sondern es bleibt in der Zelle liegen, in dem Zytosol, sagt man, außerhalb der Mitochondrien, und dort wird es vergoren zu Laktat. Und diese Milchsäure, die ist wieder ganz schädlich für diese Zellmembranspannung. Da wird man immer müder und immer müder. Jetzt hast du das Wort Laktat auch noch einmal erwähnt. Das ist ja ein Vorgang, der den Körper in die Übersäuerung bringt. Und genau hier haben wir das große Problem. Daraus entstehen Krankheiten. Wie kannst du unseren Zuschauern sagen, wie können wir verhindern, dass wir übermäßig Laktat bilden? Genau, also man muss in der Zelle eben diese beiden Strukturen unterscheiden. Einmal diese Mitochondrien, wo nur der Sauerstoff die, den Zucker oder die Fette wirklich verbrennen kann. Und dann in der Zelle noch das Zytosol, wo das Fett entweder liegen bleibt, was nicht so unbedingt schädlich ist am Anfang, aber der Zucker, der wird dann vergoren zu Laktat. Und dieses Laktat, das ist ein Zustand, den kann die Zelle nicht gut verkraften, weil dieses Laktat die als Säure, die alle Proteine, die Eiweiße, man sagt, denaturiert, also an der Struktur verändert, so dass die Zellen eben mit diesen veränderten Proteinen und Eiweißen als Enzym zum Beispiel nicht mehr funktioniert. Und das macht dann die Krankheit nach Warburg. Also am Ende dieses Prozesses steht eine krebskranke Zelle. Und am Anfang steht im Immunsystem eine Entzündung. Und als ganz am Anfang ist die Schwäche spürbar. Die meisten Menschen heutzutage sind erschöpft, weil sie zu wenig Sauerstoff bekommen pro Zucker, den sie bekommen. Ja, also der Zucker braucht oder Kohlenhydrate brauchen den Sauerstoff, um verbrannt zu werden. Und wenn man den eben mit zu wenig Bewegung eben nicht verbrennt, dann gibt es so viel Laktat. Gut. Heißt jetzt im Umkehrschluss, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sollen aufpassen mit Zucker essen. Und wenn sie Zucker essen, unbedingt auch die Bewegung dazu bringen, damit durch die Bewegung mehr Sauerstoff ins Blut kommt und dieses Zuckermolekül verbrannt werden kann. Und alle Zuckerjunkies zu Hause, einfach mehr Bewegung, dann kann der Körper sehr vieles auffangen von dem Zucker, das er isst. So ist es. Und das hat eben dann am Ende auch wieder mit dem Säure-Basen-Haushalt zu tun, weil eben dann eben, wenn man das mit Bewegung beantwortet, also eine Kohlenhydratmahlzeit mit Bewegung macht niedriges Laktat, und eine Kohlenhydratmahlzeit ohne Bewegung macht sehr viel Laktat und dann ist man übersäuert und hat auch viele freie Radikale, nämlich einen Elektronenmangel, den man dann wieder mit Mikronährstoffen oder Strömen oder wie ausgleichen müsste. Wir kommen immer wieder im Bereich Elektronen und Strom, Frequenzen, und da einfach meine Frage. Ich hatte mal Russen hier. Und die hatten wir eine lange Besprechung und es wurde müde, wir hatten fast keine Luft mehr. Dann haben die Russen gesagt, wir brauchen 5 Minuten Pause, sind schnell raus, kamen wieder rein und waren total frisch im Kopf. Da habe ich gefragt, was sie gemacht haben. Ja, sie haben so ein kleines Gerät, haben sie in die Steckdose eingesteckt, haben es gehalten und galvanische Ströme aufgenommen. Dachte ich, das ist ja cool. Also die haben sich wie an einer Tankstelle mit Strom aufgeladen. Aber das war das erste Mal vor über 10 Jahren, wo ich das gesehen habe. Und ich fand das total logisch. Ja, es gibt zum Beispiel auch andere Themen oder Geräte, wo man die Füße in Wasser stellt und wo dann Strom nicht in den Körper fließt direkt, sondern der Strom fließt in dem Wasser und ionisiert das Wasser. Mhm. Dann hat man aber eben auch freie Elektronen in diesem Wasser.
Und die Haut ist kein Hindernis für Elektronen. Mhm. Und das heißt also, aus diesem Wasser kann, wenn dann der Strom genug Elektronen in dieses Wasser bringt, können auch die entsprechenden Elektronen über die Haut aufgenommen werden. Klassische Entsäuerung. Und das ist eine Entsäuerung, nämlich Elektronenflut gegen Säure. Weil H-Ionen, also Säure heißt ja eigentlich H+, also Säure ist eben positiv geladen und ein Elektron ist minus geladen, also negativ, und der Ausgleich ist die Entsäuerung. Das könnte aber auch in eine Badewanne liegen und Meersalz reinlegen und eine Stunde drin bleiben. Dann müsste ich doch ja eigentlich auch entsäuern, oder? Das Meersalz alleine nützt jetzt noch nichts, weil das sind zwar, das dissoziiert im Wasser etwas, ja, aber es wird dann noch nicht aufgeladen mit Elektronen. Man müsste aus diesem ionisierten Wasser dann auch noch aktives Wasser machen, nämlich eben diesen Strom hineinleiten, aber nicht Wechselstrom, sondern Gleichstrom. Und auch nicht den Föhn reinwerfen, bitte, liebe Zuschauer, ja, das ist gefährlich. Genau, also man muss sehr, sehr vorsichtig sein, aber eben gibt's ja entsprechende galvanische Bäder, die aber dann eben entsprechende Elektroden drin haben, die diese Elektronen in das Wasser einleiten können. Aber es scheint mir doch auch eine Basismedizin zu sein, wenn ein kranker Mensch da ist und ich ihn aktiv entsäure über die Haut, über das Wasser zum Beispiel, dann müsste ich ja unglaublich viel Laktat rausholen können. Ja, wobei, da muss man nochmal schauen, dass das Molekül Milchsäure bleibt jetzt mal Milchsäure, mhm. Aber den Anteil der Säure, dieses H+, das kann man ausgleichen. Mhm. Ja. Man muss jetzt noch ein bisschen schauen, dass eben das ist wie bei einem Feuerbrand, ja. Jetzt, wenn man ein Feuer löschen will oder ein Lagerfeuer zum Stillstand und zum ins Ausbringen will, dann nimmt man, wie man so schön sagt, die Kohlen aus dem Feuer. Also man müsste jetzt den Nachschub für das Feuer stoppen. Das heißt, die Milchsäure soll gar nicht erst entstehen. Mhm. Und da ist es eben das körperliche Training, eben mit genug Sauerstoff in den Zellen, also den Körper mit Sauerstoff fluten, das ist eigentlich das Ziel der Dinge. In einer anderen Sendung hast du mir mal gesagt, aber auch da aufpassen, wenn man natürlich zu viel Sport macht und zu übersäuert in einen anaeroben Bereich reinkommt durch Kardiobelastungen, Hochleistungsbelastungen, dann übersäure ich ja auch. Und bilde Laktat. Das heißt, auch diesen Bereich muss ich wieder abbauen durch, wie hast du mir dazu also gesagt, eine halbe Stunde eigentlich nur leichte Bewegung runterfahren können, aber dem Organismus genügend Möglichkeit geben, Sauerstoff in die Lunge zu pumpen, aber ohne Leistung oder mit wenig Leistung. Genau. Dann kann ich das wieder ausgleichen. Genau, das ist so, dass man ja den Sauerstoff, den man einatmet, und übers Blut ans Gewebe hineinbringen will und kann, das soll also diese Zufuhr von Sauerstoff, die soll so ausreichend sein, dass es eben mehr Sauerstoff kommt, als verbraucht wird. Und dann hat man die Zelle mit Sauerstoff geflutet und hat einen möglichst optimalen aeroben Stoffwechsel. Sauerstoffreich heißt Laktat niedrig. Jetzt muss man sich einfach nur noch die Frage stellen, wenn ich mit einer Krankheit konfrontiert wäre, was kann ich machen, um in meinem individuellen Krankheitsfall meinen Körper A, Laktat abzubauen und B, Elektronen zuzuführen? Und das kann in jedem Fall ein bisschen anders sein, aber eigentlich ist es immer das Gleiche. Ja. Ich kann über Bewegung, ich kann mit Wasser arbeiten, mit hexagonalen Strukturen, mit denen Elektronenüberschuss, oder? Ja. Ich kann über eine Atmungstherapie, nach Buteyko zum Beispiel, etwas erreichen, erreichen. Ja. Mit Entsäuerungen, wo du jetzt gerade gesagt hast, galvanischen Strömungen. Frequenztherapien würde ich auch Elektronen zufügen. Also wir müssen nochmal unterscheiden zwischen Elektron und der Schwingung des Elektrons. Und zwar der rein physikalische Unterschied ist, das Elektron ist nicht einfach ein Elektron, sondern dieses Elektron schwingt. Mhm. Und wenn man jetzt von außen oder im Körper die richtigen Schwingungen, die harmonischen Schwingungen hat, dann
kommt das Elektron viel besser an Ort und Stelle. Hat man aber Störfrequenzen im Körper, dann behindert das praktisch den Elektronentransport an Ort und Stelle dort, wo es gebraucht wird. Ja. Und deshalb gehört tatsächlich das Elektron selbst zugeführt als Ladung, aber eben auch mit der richtigen Frequenz. Und die Frequenzmedizin, die kann tatsächlich den Fluss der Elektronen verbessern. Also Frequenztherapien sind ja heute auch in der Schmerztherapie, in der Schulmedizin gut anerkannt, auch mit welchen Frequenzen, welche Schmerzen und so weiter behandelt. Aber ich habe dort nie gehört, dass es eigentlich mit Elektronen einen Zusammenhang hat, sondern einfach mit Impulsen. Aber dass dieser Elektronenmangel letztendlich auch reduziert werden kann, habe ich eigentlich aus dieser Lobby nie gehört. Ja, das ist leider, wird da vieles in der Struktur des Gewebes nicht zu Ende gedacht. Man muss sich das vorstellen, wie wenn in der Zelle und auch im Gewebe drumherum, das nennt man Matrix, sowas wie eine gallertartige Substanz steckt, die also nicht einfach fließt, sondern das ist so wie zäher Honig oder sowas, ja. Und man will da also irgendwie einen Wassertropfen von A nach B bringen. Das wird nicht gut funktionieren, weil das alles zu klebrig ist. Und dieses Klebrige, da verwendet man eben solche Spannungen und auch Frequenzen, um möglichst schnell die Elektronen wandern zu lassen, damit das Verklebte sozusagen besser durchlässig wird für Elektronen. Ich habe mal noch gelernt, dass auch die Erde eine negativ geladene Spannung hat, also Elektronen abgibt. Heißt das, es wäre auch so vom Vorteil, wenn wir uns nicht immer abschirmen mit Gummisohlen, sondern auch mal barfuß laufen würden? Ja, wir müssen elektrisch müssen wir unterscheiden zwischen einer statischen Aufladung und einem Stromfluss mit Schwingung. Mhm. Also was wir tun, wenn wir mit dem nackten Füßen auf einem Rasen stehen, auf der Erde zum Beispiel, dann wird die statische Elektrizität ausgeglichen und es fließen tatsächlich Elektronen aus dem Erdreich in den Körper, weil der Körper hat nun mal ein sogenanntes positives Potenzial im Vergleich zur Erde und insofern kann dort ein gewisser Strom, nämlich Elektronen, fließen in den Körper. Also das ist keine Esoterik, das ist eigentlich eine Therapieform, die unterstützend wäre auf dem Weg zur Heilung. Es gibt eine sehr gute Evidenz dazu, vor allem auch in der Sportmedizin. Da gibt es Matten und also geerdete Liegen und Tücher und so weiter. Da kann man sehen, wie die Sportler sich eben zum Beispiel nach einem Rennen oder in einer Pause eines Turniers oder so deutlich besser erholen, wenn sie in eine solche geerdete Umgebung kommen. Das möchte ich vielleicht auch noch den Zuschauern kurz sagen. Mein Gast ist der Arzt und er betreut auch Spitzensportler aus der Bundesliga in Deutschland, also wirklich auf höchstem Niveau. Deshalb weiß er auch so vieles über dieses Thema. Das wollte ich einfach noch schnell einfließen lassen. Also, Elektronenlieferant ist die Erde, Frequenztherapien, die Nahrung ist natürlich ein großartiger Lieferant von Strömen, Elektronen, also ich würde sagen jetzt Biophotonen wahrscheinlich. Der Unterschied zwischen Biophotonen und Elektronen müssen wir jetzt nicht diskutieren, glaube ich, oder? Mhm. Es geht zu weit, aber das ist auch eine negative Ladung, die dem Körper Energie zuführt. Jetzt komme ich immer wieder zu diesem Ausdruck, da ist der menschliche Körper nicht eine Batterie, wie also eine Maschine und die braucht Strom und dann schlägt sie da mit der Trommel zack, zack, zack und irgendwann ist die Batterie leer und wir hören auf zu trommeln, oder? Ja, eigentlich ist es so, wir unterscheiden ja im sogenannten Energieerhaltungssatz nur die Umwandlung von Energieformen. Also wenn wir uns bewegen, dann ist das mechanische Energie und die erfordert eben eine andere Form von Energie, die eben das zulässt. Also die Energie geht ja nicht verloren in einem geschlossenen System, sondern die wird nur umgewandelt. Wenn wir also irgendwas Mechanisches tun, dann muss die Energie, die wir dafür brauchen, irgendwo herkommen.
Und die kommt bei uns eben letztendlich über die Nahrung und das entsprechend geladene Wasser, über die Elektronen, also über das Licht von der Sonne. Das ist unsere Energie. Und wie wir die jetzt aufnehmen, da hast du die Dinge schon aufgezählt. Man kann das direkt mit leichten Stromimpulsen, man kann elektronenreiche Nahrung, man kann gut geladenes Wasser, hexagonales Wasser verwenden und so weiter. Und alle diese Punkte sind Sachen, wo eigentlich jeder Mensch zu Hause selbst machen kann. In Gesundheit, in Präventionsgedanken, bis hin in einem Krankheitsverlauf, wo ja diese Punkte ja eigentlich nur von wenigen Medizinern so gelehrt werden wie du. Aber mit dieser Sendung hätte er Möglichkeiten, seinen Krankheitsverlauf unterstützend zu optimiert selbst zu behandeln, also mit diesen Punkten. Das ist ja ganz einfach, oder? Ja. Aber all das, was wir jetzt gerade diskutiert haben, ist kein Thema in der Schulmedizin, außer ich gelang an einen solchen Arzt wie dich, oder? Leider werden diese Grundlagen in der Physiologie der Zelle und auch der Organe nicht ausreichend beleuchtet. Man gibt in der normalen Medizin, inneren Medizin zum Beispiel oder Onkologie, da gibt man auf irgendeinen Zustand des Körpers einfach ein Medikament obendrauf, ohne zu fragen, wie geht's eigentlich dieser Zelle? Hat die Zelle eigentlich noch Energie? Mhm. Und man sollte nach meiner Auffassung erstmal die Energie in die Zelle wieder auffüllen und einladen und die Zelle wieder zu einer richtigen lebenden Zelle machen. Und dann kann man vielleicht noch irgendwelche Therapeutika obendrauf setzen. Da habe ich schon ganz beeindruckende Experimente und Therapiebehandlungen gesehen mit Tesla-Technologien, wo letztendlich auch wieder Elektronenlieferant, Schwingungslieferant und. Also dieser Herr scheint mir wirklich nach deinen Ausführungen gerade heute wieder eine meilenweit voraus gewesen zu sein in seinen Erkenntnissen. Hast du dich auch schon mit Tesla beschäftigt? Ja, natürlich. Mhm. Es gibt also bis hin diese Tesla-Wellen, dann Energiewellen und dann auch die Gravitation. Mhm. Ja. Also wir wissen eigentlich noch gar nicht so ganz genau, was macht eigentlich die Gravitation in unseren Zellen, an den Mitochondrien. Auch dort kann man sehr viele Regulationsmechanismen ansatzweise physikalisch schon sehen. Dort ist noch ein ganzes Feld, was in der Forschung noch eröffnet werden muss eigentlich. Und wir haben da Möglichkeiten, zum Beispiel in der Pflanzenwelt kenne ich Versuche, wo in dunkler Umgebung nur mit diesen sogenannten Gravitationswellen Pflanzen zum Blühen gebracht werden. Überraschend, hä? Ja. Also da gibt's noch ein Feld, was wir noch gar nicht richtig kennen. Was wir kennen, ist jetzt mal die Energieumwandlung aus Sonnenlicht über die entsprechenden Wellen und Teilchen, die die Elektronen und Photonen ja darstellen, über die Mitochondrien in unsere Zellenergie. Ich glaube, wir müssten viel mehr Chemiker, Physiker und Ärzte müssten viel mehr zusammenarbeiten. Ne? Genau. Vor allem, was uns wirklich sehr interessiert, ist die Physik in der Medizin. Mhm. Ja, und gerade deshalb sagte man, gibt es ja einen ganz eigenen Fachbereich der sogenannten physikalischen Medizin, wo das in traditionellen galvanischen Bädern zum Beispiel schon uralte Tradition ist, was leider heutzutage in den Hintergrund rückt. Dr. Med Henning Sator, ganz herzlichen Dank für diese Erläuterungen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich danke, das war eine unglaublich bedeutsame, wichtige Sendung. Und bitte, bitte, bitte ziehen Sie diese Erkenntnisse von unserem Arzt hier mit ein in Ihren Krankheitsverlauf. Ergänzen Sie diese Punkte, die er heute gesagt hat, auch in Ihre Behandlung. Besprechen Sie das mit Ihrem Arzt zu Hause, ob es Sinn macht, in Ihrem Krankheitsfall auch diese 4, 5, 6 Punkte mit einzubeziehen. Sprechen Sie ihn auf Biophotonen in der Ernährung an. Sprechen Sie ihn auf hexagonales Wasser an. Sprechen Sie ihn an auf irgendwelche Entsäuerungsbäder und, um diesen Laktatabbau zu beschleunigen. Sprechen Sie ihn an auf Bewegung, was bei Ihrem speziellen Fall die richtige Bewegung sein sollte.
sprechen Sie mit Ihrem Arzt, reden Sie ein Loch in ihn rein, bis Sie alle Informationen haben, die Sie brauchen, um wieder gesund werden zu dürfen. Und wenn dieser Arzt Ihnen zu wenig helfen kann, dann gibt es ganz viele Ganzheitsmediziner, wie auch unser Gast, der Ihnen sehr gerne auf Ihrem Weg zur Heilung behilflich sein möchte oder würde. Hast du noch Potenzial überhaupt? Ja, es gibt noch ab und zu freie Termine. Ach, ja, ich weiß, eure Praxis ist unglaublich bekannt, auch in diesem Sinne. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.